Modell, wir können im Prinzip jeden Prozess nachbauen. Ja, und wir nehmen auch Standards. Ihr könnt hier sehen SPS von Siemens, IoT-Router. Das ist alles, was Geräte und Technologie, welche wird in echter Industrie benutzt. Wir haben nachgebaut ein 3D-Modell. Das ist nicht nur eine Attrappe, wo nur umgeht um Modell und wirklich da passiert was. Wir betrachten diesen Teil auch physikalisch. Wir können dieses Modell steuern, wir können dieses Modell ablesen. Das im Prinzip für uns, das ist genauso von physikalischer und Datenstromseite sehen wir das als Einzelne. Dieses Modell vielleicht ist mehr als ein Impuls nachzudenken. Jeder Kunde in der Industrie hat eine Anlage, hat Situation, wenn sie diese Anlage soll weiterentwickelt werden. Und dann können wir wirklich probieren oder sie können anfassen und probieren, wie das mit unterschiedlichen Technologien zusammenkommt. Dann können sie sich wirklich eigene Ideen entwickeln in diese Richtung. Das nächste Schritt ist ein Smart Factory, wo Betrieb kann sich selbst organisieren. Und nächster Schritt, wir bauen mehrere, zuerst drei intelligente Agenten. Und jeder Agent ist ein Teil von Fabrik. Das ist eine mit einer Funktion, zum Beispiel das kann eine Widersäge, Lackierer, Bohrer, eine Arbeitsstation, welche kann sich frei bewegen und so wie Menschen sich abstimmen, wie machen wir ein Produkt. Und wir wissen nicht genau, welches Produkt kommt. Das kommt ein Produkt und sagt, ich bin Produkt sowieso, baue mich. Und dann diese Agenten sollen verstehen, in welcher Kombination, in welcher Reihenfolge können sie das Produkt bauen.